Politik ist eine Droge, sie alle sind süchtig. Ob Staatschef oder Minister, ob rechts oder links, Politik ist nicht trocken. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Kollegen, Herr Fischer, was haben Sie denn für ein neueres Demokratieverständnis? Keine Macht den Drogen? Politik ist Macht und was macht Macht mit mächtigen Männern? Vor allem bei Hintergrundgesprächen kippt die Stimmung seit neuestem häufiger. Momentan ist einfach nur alles furchtbar dicht. Und deshalb denken wir über die Abgabe von Heroin nach. Also Opium fürs Volk und Spritzen für die Spitze? Man hält sich bedeckt. Na, wissen Sie, ich möchte nicht über die Schüsse sprechen. Und worüber möchte er sprechen? Y a-t-il des questions? Allez-y. Oui, oui, bah, allez. Politiker und Drogen, das passt einfach. Nur doof, wenn das Plenum zum Prügelparadies wird. Da fehlt selbst den redegewaltigen Parlamentariern das schlagende Argument. Manchmal hilft da nur trockener Humor. Kennen Sie den Unterschied zwischen einem sehr knappen Bikini und dem Bundesminister für Gesundheit? Alle fragen sich, wie er sich hält. Und viele hoffen, dass er bald fällt. Im Suff ist man sich schon mal sympathisch. Es lebe der Gesprächsstoff. Im Bier liegt Wahrheit. Aber im Hinblick darauf, dass die Aufnahmefähigkeit eines Teils der Mitglieder des Hauses offenbar nachhaltig eingeschränkt ist, bin ich durchaus der Meinung, dass wir eine Unterhaltung in einer etwas verständigeren Atmosphäre fortsetzen sollten. Aber Vorsicht, vom Qualmen wird die Stimme rau. Und die ist in der Politik bekanntlich wichtig. Genau wie Cannabis, das in Deutschland ja illegal ist. Gib das Hanf frei und zwar sofort! Aber ein Satz reicht und schon tanzt das Volk nach Ströbeles Pfeife. Doch immer wieder kommt es zu öffentlichen Aussetzern. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss gestehen, ich bin nüchtern. Süß. Schlechte Chancen also für die Wiederwahl von Gerhard Zwerenz. Zumal Geständnisse wie diese häufig von oberster Stelle gerügt werden. Das führt zu einem Mangel an Glaubwürdigkeit, der uns Ansehen in der Welt kostet. Politiker und Drogen? Vereinzelt regt sich jetzt Widerstand der Steuerzahler. Vor allem, weil Unfälle wie der hier von ihm hier zu überflüssigen Sondersendungen im Fernsehen führen. Wenn da hier sau viele Lager sind, das ist nicht okay da. Auch Kiffer-Pressekonferenzen, wie hier von Politikern aus Mailand, finden in Italien nur noch selten statt. Im Mutterland der Demokratie wächst der Druck auf die Generation Grappa. Das Motto der Kritiker, Ramazzotti ist gut, Kontrolle ist besser. Wir brauchen einen obligatorischen Drogentest für alle Parlamentarier, damit alle wissen, wie ihre Volksvertreter leben. Naja, einen großen Brand hatten wir ja wohl alle schon mal. Fazit, wir sind von den Politikern abhängig, die Politiker eben von ihren Drogen. Was ist schon dabei? Lasst sie doch zwischendurch auch mal einen kräftigen Zug nehmen.